Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde im Kommenden Ihre Vorstellungskraft etwas bemühen. Wir haben Frühlingsanfang, das haben wir von meinem Kollegen schon gehört. Stellen Sie sich angenehme 15 bis 20 Grad Celsius vor. Dazu eine leichte Mecklenburger Brise, etwas Vogelgezwitscher und Sie rauschen mit dem Rad durch die Natur. Ja, da macht Fahrradfahren Spaß. Es ist gesund, es ist einfach sexy. Fahrradtourismus braucht eine größere Lobby. Dann bekommt er auch die gleiche Aufmerksamkeit wie der Kfz-Verkehr und eine adäquate Finanzausstattung. Hier appelliere ich an die Landesregierung und auch an den Bund, die Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen. Neben finanziellen Entscheidungen geht es aber auch um die notwendige politische Unterstützung. MV braucht einen Radverkehrsplan. Es gibt bereits in den einzelnen Planungsregionen viele gute Ansätze. Hier müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Es fehlt aber daran, alles zusammenzutragen und abzustimmen. Für mein Wahlkreisbüro hat eine Diplom-Landschaftsarchitektin zu diesem Thema 2 Monate gearbeitet. Sie schätzt es so ein, dass sich aus dem vorhandenen Material bis Ende des ersten Quartals 2014 ein brauchbarer Radverkehrsplan erarbeiten lässt. Meine Damen und Herren, ein Radverkehrsplan ist mehr als der Bau von Radwegen. Der Radverkehr ist ein höchst komplexes System. Um die Potenziale des Radverkehrs stärker zu aktivieren, müssen sowohl harte Maßnahmen als auch sogenannte weiche Maßnahmen wie Dienstleistungen, Kommunikation und Information umgesetzt werden. Ein landesweites Radverkehrskonzept bietet die Chance, von vornherein alle Baulastträger mit einzubeziehen. Dadurch können durchgehende und sichere Verbindungen entstehen, die den Radverkehr weiter wachsen lassen. Hierdurch kann auch das touristische Hinterland besser erschlossen werden. Bereits 2009 wurde vom damaligen Verkehrsministerium ein recht gutes und auch anfangs funktionierendes Netzwerk MV Bike mit 61 Kommunen, meine Damen und Herren, initiiert. Die Hochschule Wismar hat dieses Kommunikationsnetz koordiniert. Es ist 2010 sogar für den Deutschen Fahrradpreis nominiert worden. Aber dann, aufgrund fehlender Finanzierung, ist es seit Anfang 2012 leider nicht mehr aktiv. Hier erwarten wir einfach einen Neustart in Kombination mit der Erstellung eines Radverkehrsplans. Der Radverkehr braucht im Gegensatz zum Autoverkehr eine stärkere Lobby. Wir erwarten eine konsequente politische Prioritätensetzung. Der Radverkehr ist im touristischen Bereich ein ganz großer Wirtschaftsfaktor. Laut einer ADFC-Studie von 2010 werden in Deutschland für eine Radreise durchschnittlich 1.170 Euro ausgegeben. 2012 hat Bayern dann Mecklenburg-Vorpommern als beliebteste Radreiseregion auf Platz 2 abgehängt, gefolgt von Brandenburg. Mecklenburg-Vorpommern kann es sich nicht leisten, bei diesem wichtigen Wirtschaftsfaktor zu verlieren. Der Radverkehr darf allerdings auch nicht nur als touristischer Faktor gesehen werden, sondern er kommt vor allem der Allgemeinheit zugute. Städte mit einem hohen Radverkehrsanteil, wie beispielsweise Greifswald oder Rostock, werden als besonders liebenswert, lebenswert und lebendig empfunden. Radverkehr verbraucht wenig Fläche und ist ganz besonders umweltfreundlich. Schluss mit zugeparkten Straßen, Schluss mit CO2 und Feinstaub. Das Umweltbundesamt schätzt, dass durch eine Verdopplung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr in Deutschland etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2
pro Jahr eingespart werden können. Im Hinblick auf den ländlichen Raum ist ein gutes Radverkehrsnetz ein wichtiger Punkt in der Daseinsvorsorge. Uns geht es um die wichtigsten Lückenschlüsse. Das ist die kostengünstigste Variante. An vielen Stellen fehlen nur wenige Kilometer. An anderer Stelle können vorhandene, wenig befahrene Landstraßen genutzt werden. An stärker befahrenen Straßen helfen bereits Radfahrstreifen oder auch gestrichelte Schutzstreifen, um die notwendige Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen zu erzielen. Gerade im ländlichen Raum spielt das Fahrrad im Alltagsverkehr eine zunehmende Rolle. Viele haben aus Alterskosten, Gesundheitsgründen kein Auto. Wie sonst sollen die Menschen von A nach B zu den Amtsgerichten, zu den Schulen, zu den Ärzten kommen? Hier muss die Landesregierung die notwendige Verkehrssicherheit schaffen. Auch spielt das Fahrrad eine wichtige Rolle beim Erreichen von Bahn- und Busstationen. Hier fehlen sichere Abstellmöglichkeiten und attraktive Mitnahmemöglichkeiten für das Fahrrad. Für die grüne Fraktion steht es außer Frage, dass der Radverkehrsplan Bestandteil des in Planung befindlichen integrierten Landesverkehrsplans der Landesregierung sein muss. Der Fahrradtourismus ist eine wachsende Branche für den Tourismus und unsere touristisch geprägte Wirtschaft kann es sich nicht leisten, diese Zielgruppe zu vernachlässigen. Ich möchte Sie für einen Radverkehrsplan gewinnen. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Alltagsradverkehr mit dem touristischen Radverkehr Hand in Hand gehen muss. Insbesondere der Alltagsradverkehr wird verkehrspolitisch immer noch unterschätzt, meine Damen und Herren. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Dankeschön. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir auf den nationalen Radverkehrswegeplan bis zum Jahr 2020 warten wollen hier in Mecklenburg-Vorpommern, dann können wir unseren Tourismus einpacken. Das ist mir einfach nicht ambitioniert genug gedacht. Der Lückenschluss ist das eine in Mecklenburg-Vorpommern. Also hier und da fehlen doch wirklich Kilometer. Das ist ja nicht allzu viel. Auf der anderen Seite fehlt auch eine entsprechende Beschilderung, die nicht vorhanden ist. Und die Qualität erstmal. Wenn ich von Brandenburg komme und dann nach Mecklenburg-Vorpommern komme, da ist ein riesen Unterschied. Das hat auch unser Expertengespräch initiiert von der Bündnisgrünen Fraktion gezeigt, kürzlich. Beispielsweise, es gibt zwischen Stralsund und Greifswald eine Kopfsteinpflasterstraße, 17 Kilometer lang. Das ist für Radfahrer über eine längere Strecke einfach nicht zumutbar. Da wären Fahrradstreifen günstig an der Stelle, mal sanft ausgedrückt. An anderer Stelle gibt es komplett unbefestigte Abschnitte. Das ist bei Plau am See auf der Ecke, bei Finken. Da muss man das Fahrrad, wenn man Glück hat, kann man es fahren oder man muss es schieben. Meine Damen und Herren, welchem Autofahrer wird das zugemutet, sein Gefährt durch den Sand zu schieben? Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Sowas, das findet man nur hier irgendwo. Ne? Brandenburg ist mit Abstand Spitzenreiter bei der ADFC-Qualitätsradrouten. Brandenburg hat 18 zertifizierte Radwege. Und wie viel hat Mecklenburg-Vorpommern? Mecklenburg-Vorpommern hat ganze drei. Das ist nicht sehr viel, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen recht geben, die Radverkehrswegeplanung ist überwiegend kommunal. Die Aufgabe, aber man muss den Kommunen doch auch mal zeigen, wo können die Finanzierung herkommen. Da geht es um eine entsprechende Transparenz, dass wir eine Transparenz aufzeigen.
Und im Gegensatz zur Finanzierung des Kfz-Verkehrs ist der Radverkehr wahrlich marginal. Das ist doch zu vernachlässigen. Und hier ist auch der Bund gefragt, den nationalen Radverkehrsplan entsprechend ambitioniert mit den entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Für den Radverkehr sind ganze 60 Millionen gedacht und für den Gesamtverkehr sind es 10 Milliarden. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und was macht der Bund? Er fährt die Mittel weiterhin zurück. Es waren 2010 waren es noch 100 Millionen für den Radverkehr, dann waren es 80, jetzt sind es nur noch 60 Millionen für 2030. Das ist mir einfach wirklich zu wenig. Wenn das so weitergeht, droht der nationale Radverkehrswegeplan in der Schublade zu bleiben, so gut er auch ist von seinen Ansätzen her. Aber auch das Ziel 2020 ist mir zu weit. Wir haben insgesamt logischerweise weniger Geld zur Verfügung. Das gilt es sinnvoll und gut einzusetzen. Und gerade hier kommt die Prioritätensetzung zum Zuge. Uns ist es wichtig, dass wir einen vernünftigen Lückenschluss erzielen im Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen einen Fahrradverkehrswegeplan und dass die IMAG auch wirklich mal arbeitet. Die hat seit 2010 dreimal getagt. Was ist das, ne? Die interministerielle Arbeitsgruppe Radverkehr, die hat seit 2010 dreimal getagt. Da erwarte ich doch ein bisschen mehr hier von der Landesregierung. Und das Netzwerk MV Bike, gut angefangen, ja, das war eine große Luftblase mit 61 beteiligten Kommunen, ist zerplatzt. Wo bleibt die Nachbearbeitung? Die vorhandenen Potenziale, die haben wir ja ungefragt, die haben wir hier im Lande. Die werden einfach nicht ausgeschöpft. Es ist auch wichtig, da eine ganz breite Öffentlichkeit mit zu beteiligen. Wir haben so viele unterschiedliche Teilkonzepte und Planungen mit den unterschiedlichen Qualitätsstandards. Aber was fehlt, ist eine Gesamtstrategie. Die haben wir nicht im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Da laufen uns andere Bundesländer den Rang ab. Es fehlt an der notwendigen Kommunikation und Kooperation, der Instandhaltung und dem Ausbau und der notwendigen Verknüpfung mit dem ÖPNV. Es ist also ganz dringender Handlungsbedarf da. Wir brauchen einen Radverkehrsplan. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Dankeschön.